wunderschönen guten Abend. Hier ist wieder euer Fimmel. Ja, ich möchte euch erklären, um was es in meinen nächsten kommenden Videos geht und dass ich einen neuen Account habe auf YouTube, wo dann diese ganzen Videos kommen. Meine Videos gehen ursprünglich über mich selber, über mein Leben und was ich so am Tag gemacht habe und ein bisschen über meine Persönlichkeit, aber nicht so viel über meine Persönlichkeit. Dann legen wir los. Ja, in meinen kommenden Videos, die ich präsentiere, werde ich in Zukunft immer Fimmel heißen, weil Fimmel ist auch mein Spitzname und kurz erklärt, warum statt Philipp Fimmel. Ich mag Philipp nicht mehr den Namen, also möchte ich gerne immer weiterhin Fimmel genannt werden, weil Fimmel hat für mich eine tolle und schöne Erinnerung und ich schaue gerne in diese Erinnerung zurück, denn als meine Nichte damals meinen Namen gelernt hat und noch nicht Philipp konnte, hat sie mich immer Fimmel genannt und jetzt macht es auch mittlerweile mein Neffe weiter so, dass er mich immer Fimmel nennt. Und darum möchte ich gerne immer Fimmel genannt werden. Ja, was ich noch kurz erwähnen möchte, es wird kein Philipp Kladderadatsch about Düdüm mehr geben, weil ich das Ganze einfach zu wenig gemacht habe und mich zu wenig darauf konzentriert habe und immer mehr so weggeschmissen habe. Und ich hatte immer wieder mal Ideen, aber habe die nie vorangebracht, die Ideen, und habe sie nie erweitert. Und darum möchte ich einfach nicht mehr weitermachen mit dem Kladderadatsch-About. Der Kladderadatsch-About ist damals entstanden, einfach nur aus Sinnlosigkeit ist er entstanden. Und die ein oder anderen Videos sind schon ein bisschen fresh, aber für mich ein bisschen zu langweilig. Darum wird es mich jetzt unter dem Namen, wie ihr hier oben sehen könnt, Fimmel geben auf YouTube. Und mein YouTube-Account heißt, wie ihr auch hier oben seht, Philipp Energy statt Philipp Dahm. Auf Philipp Dahm gibt es mehr so Musikvideos, ein Video, wie ich erkläre, dass ich das ein und dasselbe Mädchen liebe und so, ja, so kleinerlei Gedöns. Und auf meinem Philipp Energy YouTube-Account wird es dann immer mehr so Sachen geben wie: Ich nehme euch mit in meinen Alltag, ich nehme euch mit auf eine Reise. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Stadt gehe, dann zeige ich euch da, was ich so mache und was ich so erlebe in der Stadt. Oder wenn ich mal auf einer Zugreise bin, zum Beispiel zu meiner Nichte oder meinem Neffen oder besser gesagt meiner Familie. Oder wenn ich einfach mal Lust und Laune habe, euch zu erzählen über meine Emotionen, dann wird es auch dort ein bisschen was geben über meine Persönlichkeit. Und so habe ich mir in letzter Zeit sehr viel Gedanken gemacht, wie ich das präsentieren werde. Und ich werde euch dann auch mit so auf den Weg nehmen ins Fitness, weil ich gehe jetzt wieder viel aufs Lauf. Band und werde dort wieder viel laufen gehen und wieder sehr viel gestalten, weil ich muss mich ja fit halten für nächstes Jahr. Ravensburg läuft. Hier seht ihr einen kleinen Ausschnitt, wie ich letztes Jahr bei Ravensburg, wie ich dieses Jahr 2019, sorry für meinen Versprecher, wie ich dieses Jahr 2019 dabei war, das allererste Mal. Hier seht ihr den kleinen Ausschnitt. Viel Spaß. Philipp, du hast es bald geschafft. Du hast es bald geschafft. Ich gehe gerne ins Fitness und ja, früher war ich öfters im Fitness,
Aber jetzt muss ich mich wieder fit halten mit dem Joggen auf dem Laufband für Ravensburg läuft, weil ich will es gerne öfters machen und ich will auch fitter bleiben. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch weiterhin gefällt, lasst immer einen Daumen hoch, abonniert mich und gebt mir Kommentare immer unten mit auf dem Weg, was ich so Neues erleben kann, was ihr euch so wünscht und was ich so ein bisschen umsetzen kann. Wenn die einen oder anderen Lebenswünsche mit drin sind, dann nehme ich sie gerne und es wird auch, was ich mir überlegt habe, noch Videos kommen, wo ich die einen oder anderen Fragen von euch beantworte. Also dann noch eine schöne Halloween-Nacht und viel Spaß und für alle, die arbeiten müssen am Feiertag, wünsche ich sehr viel Spaß und viel Gelassenheit bei der Arbeit. Und für alle, die sonst so was Schönes, Schickes, Nettes machen, wünsche ich einfach euch sehr, sehr, sehr viel Spaß morgen an Allerheiligen. Das war euer Fimmel!